Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Könnten Sie sich Ihren Haushalt vorstellen ohne Staubsauger, ohne Glättisen, ohne Haartrockner oder sogar ohne Kühlschrank? Ziemlich komische Idee. Und doch, vor noch nicht allzu langer Zeit sind die unentbehrlichen Haushaltshilfen alles andere als selbstverständlich gewesen. Dazu der Karl Jos, der Leiter der Abteilung Elektrogeräte in der Non-Food-Zentrale von Coop Schweiz in Wangen. Er hat die Entwicklung auf diesem Gebiet von Anfang an miterlebt. 1955, vor 40 Jahren, hat man noch die Preisbindung von der zweiten Hand gekannt. Das heisst, der Hersteller konnte dem Handel Detailpreise vorschreiben. Vor 40 Jahren hat es noch wenig Elektrohaushaltgeräte gegeben. Die Preise waren hoch, die Nachfrage steigend. Gute Voraussetzungen für Coop, um die Exklusivmarke Satrap einzuführen. Angefangen haben wir mit Staubsauger, Küchengeräten, Glättisen und Haartrockner. Und haben mit grundsolider Qualität zu super günstigen Preis maßgebend dazu beigetragen, dass sich auch der gewöhnlich Sterbliche Elektrohaushaltgeräte leisten konnte. Ein Motorkühlschrank wie dieser hier hat vor 40 Jahren zwischen 1'500 und 2'000 Franken gekostet. Satrap hat das Modell unter 1'000 Franken auf den Markt gebracht. Für diese Zeit eine echte Pionierleistung. Das waren wirklich noch Zeiten. Besten Dank, Karl Jos, für den Blick in die Vergangenheit. Was hat Satrap aber heute im Jubiläumsjahr zu bieten? Alles, was Ihnen die Arbeit im Haushalt leichter und komfortabler macht. Also Elektrogeräte auf dem neuesten Stand der Technik. Jedes Satrap-Gerät entspricht den nationalen und europäischen Sicherheitsnormen und muss auch die strengen Anforderungen der Coop-internen Qualitätssicherung erfüllen. Viele Geräte werden zudem von einer Konsumentenjury im Haushalt während Monaten getestet, bevor sie ins Sortiment aufgenommen werden. Sie sehen, Qualität und Sicherheit werden bei Coop gross geschrieben. Und auch unsere Lieferanten aus der Schweiz, aus Europa und aus dem Fernen Osten sind Partner mit den gleichen Qualitätsvorstellungen. Und das gilt auch für Produkte im Markenfenster. Schauen Sie doch einmal, was man mit Papillon von Suchard so alles erleben kann. Hier drinnen, dann gehen wir mal schön verrückt. Ganz anders, als wir uns das gewöhnt sind. Ob das echt mit dem komischen Praline zu tun hat? Komisch leichte Praline. Suchard Papillon, das Schokoding mit leichter Füllung drin. Aber wir ändern uns nicht. Wir bleiben bei der gewöhnlichen Praline, gell Rutli? Wenn der Dillsitter ausgeht, flippen gewisse Leute regelrecht aus. Zum Glück gibt's Schweizer Tilsiter. Die Gefahr besteht bei uns nicht. Bei uns ist der Tilsiter sogar zum Aktionspreis erhältlich. Ja, und vom Tilsiter ist jetzt nur noch ein kleiner Schritt in die Studioküche. Das Rezept mit der Esther Marti. Das Fleisch habe ich vor gut 2 Stunden mit einer Marinade aus dem Saft von einer halben Zitrone, Pfeffer, Paprika, Thymian und Rosmarin und einem Löffel Öl übergossen und bis jetzt in den Kühlschrank gestellt. Während dieser Zeit habe ich auch das Gemüse gerüstet und parat gemacht. Eine Zwiebel mit Lorbeer und Nägeli besteckt, Lauch gerüstet und in Stücke geschnitten, Rüebli geschält und in gröbere Stängel geschnitten. Jetzt den Braten aus der Marinade gut abtropfen und in heißer Bratbutter auf allen Seiten kräftig anbraten. Dann das Fleisch rausnehmen und das Gemüse im Fond kurz andämpfen. Mit der restlichen Marinade je 1 Deziliter Weisswein und Bouillon und wenig Zitronensaft ablöschen. Das Fleisch jetzt wieder zurück in die Pfanne aufs Gemüse legen und bei kleiner Hitze 1 Stunde schmoren. Vor dem Tranchieren den Braten wie gewohnt 1 paar Minuten stehen. Dann zusammen mit dem Gemüse auf einer Platte anrichten. Das Rezept setzt keine grossen Kochkünste voraus, ist aber trotzdem attraktiv. Alles, was dazu braucht, steht wie gewohnt in der Coop-Zeitung dieser Woche. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Lassen wir uns einmal überraschen. Zuerst kommen wir jetzt aber noch zu den Aktionsangeboten. Wie zum Beispiel diesem wunderschönen Muttertagsstrauß. Sie kommen dann über für nur 13,90 €. Der 500 Gramm Butterzopf kostet nur 2,50 Franken. Und 5 Tafeln Geierschocke, wie z.B. Frigor, kostet nur 5,95 Franken.
Außerdem offerieren wir Ihnen die Sportschuhe Active Line für nur 25 Franken. Und im Coop-Restaurant gibt es diese Woche ein Schweinsrahmschnitzel mit Nudeln und Brokkoli für nur 9,50 Franken. Und das wäre es auch schon wieder für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.